Endometriose. Ein schwer auszusprechender Begriff und gleichzeitig die Krankheit, von der eine von 10 menstruierenden Personen in Österreich betroffen ist. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein. Aber was ist das überhaupt? Wir haben PassantInnen auf der Maria-Hilfer-Straße gefragt. Ich habe schon davon gehört, aber ganz genau weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, was das ist. Absolut nicht, keine Ahnung. Tönt nach Krankheit sowas. Ungesund. Das ist eine Erkrankung, die viele Frauen betrifft, aber wo zum Teil Ärzte nicht mal wirklich Bescheid wissen, wie man das behandeln kann. Und es wird leider oft nicht diagnostiziert, obwohl Frauen schon sehr darunter leiden. Ich selbst habe Endometriose. Das ist eine Krankheit der Gebärmutter. Wir haben mit der Leiterin des Endometriosezentrums Villach, Doktorin Elisabeth Janschek, über die Krankheit gesprochen. Endometriose ist eine gutartige Erkrankung der Frau im gebärfähigen Alter. Dabei entwickelt sich eine Schleimhaut, die der Schleimhaut der Gebärmutterhöhle sehr, sehr ähnlich ist. Und ähnlich wie die Schleimhaut in der Gebärmutterhöhle kommt es immer wieder zyklusbedingt, hormonell bedingt, zu Aufbauprozessen und Abblutungen. Nur entwickelt sich diese Schleimhaut so ziemlich überall im ganzen Körper, vorzugsweise im Unterleib, und kann nicht wie die Monatsblutung über die Scheide abgeblutet werden, sondern dieses Blut verbleibt. Unser Immunsystem setzt sich mit diesem als fremd erkanntes Gewebe auseinander. Es kommt zu Abbauprozessen, zu immunologischen Prozessen. Deswegen ist man auch dazu übergegangen, die Endometriose als eine chronische entzündliche Erkrankung zu bezeichnen. Endometriose äußert sich durch Schmerz in unterschiedlichen Ausprägungen und in unterschiedlichen Lokalisationen und andererseits aber auch durch verminderte Fruchtbarkeit in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Ganz klassisch beginnt Endometriose mit Schmerzen bei der Regel, die sich aber dann auch chronisch verändern können. Und dann, je nach spezifischer Lage der Endometriose, können Schmerzen an unterschiedlichen Organen, wie zum Beispiel Schmerzen beim Stuhlgang und Wasserlassen, äußern. Die 29-jährige Erasmus-Studentin Chrissy erzählt von ihrer Krankheitsgeschichte. Das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass das keine normalen Schmerzen sein können, das war Weihnachten vor 3 Jahren. Da habe ich so starke Krämpfe bekommen, dass ich quasi unter dem Weihnachtsbaum lag und nicht mehr wirklich aufstehen konnte. Das war schon ziemlich heftig. Ich hatte aber glücklicherweise Freundinnen in meinem Bekanntenkreis, die die gleiche Erkrankung haben, und deswegen wusste ich schon ziemlich schnell, womit ich es vermutlich zu tun habe. Zur Diagnose kam es bei mir dadurch, dass ich eben wehenartige Krämpfe hatte, die dann so schlimm geworden sind, dass ich auch einmal ohnmächtig geworden bin. Das war blöderweise so halb im Zug. Und da bin ich dann nochmal explizit zu meiner Frauenärztin gegangen, habe ihr das erzählt, und dann habe ich einen Überweisungsschein in ein Endometriosezentrum bekommen. Und dort hat man dann eine Zyste auch entdeckt und mir dann auch gesagt, ich sollte die Pille nehmen, was ich damals nicht tun wollte, weil ich in der Vergangenheit sehr viele negative Erfahrungen mit der Pille gemacht habe. Und dementsprechend habe ich dann einfach abgewartet, was passiert, und dann wurde sie irgendwann so groß, dass sie dann raus musste. Genau, und das war vor einem Jahr. Auch bei der Schauspielerin und Musicaldarstellerin Alexandra war es bis zur finalen Diagnose ein weiter Weg. Das erste Mal gemerkt habe ich, dass irgendwas bei meinem Körper nicht stimmt, da war ich ungefähr 12. Da habe ich aus dem Nichts heraus Bauchschmerzen bekommen, die ich nicht zuordnen konnte. Hatte damals aber noch keine Regel, keinen Zyklus. Mit 14 habe ich dann meine Regel bekommen. Das erste Mal noch sehr unauffällig, aber eigentlich ab dem zweiten Mal schon mit einem deutlichen Ziehen, mit schon sehr merkbaren Schmerzen. Und das ist dann sehr schnell sehr schlimm geworden, wo ich einfach gespürt habe, da passt was nicht. Oder wenn das wirklich so ist, würde mich das wundern, weil das tut schon ordentlich weh. Die Diagnose war eigentlich eine Selbstdiagnose im ersten Anlauf. Ich hatte nach der Schwangerschaft immer schlimmere Probleme, also auch während der Schwangerschaft schon, entgegen der Meinung, dass es ja eigentlich mit der Schwangerschaft erledigt sein sollte. Ich habe dann meine damalige Ärztin darauf angesprochen,
die meinte, ja, sie weiß nicht, was das ist und wird halt wieder die normale Regel sein und so quasi, ich soll jetzt wieder die Pille nehmen und kein Drama machen und fertig. Und ich habe dann, als es so schlimm wurde, dass ich wirklich gemerkt habe, jetzt geht es gar nicht mehr, habe ich dann natürlich angefangen zu recherchieren und bin dann sehr schnell auf Endometriose gestoßen und habe mir gedacht, wow, da trifft wirklich ganz viel auf mich zu. Dann habe ich Arzt gewechselt, zufälligerweise zu eben einem absoluten Spezialisten, dem Herrn Dr. Krell, und der hat mich sofort bei der ersten Untersuchung, eigentlich beim ersten Gespräch schon diagnostiziert und das festgestellt, dass das bei mir sehr wahrscheinlich ist, dass Endometriose vorliegt. Die Erkrankung wird oft nicht auf Anhieb von GynäkologInnen als Endometriose erkannt. Was macht die Krankheit so schwer diagnostizierbar? Nachdem diese Erkrankung so vielschichtig ist und so unterschiedliche Symptome hat und unterschiedliche Frauen betrifft, ist es zum Teil sehr schwierig sofort zu erkennen. Nicht umsonst nennt man diese Erkrankung Chamäleon. Nach einer eingehenden Untersuchung ist es erstaunlich, dass manche Frauen mit großen Befunden verhältnismäßig geringe Beschwerden haben und manche Frauen mit, sagen wir, dieser oberflächlichen Endometriosen sehr heftige Beschwerden haben können. Also nicht immer korreliert der Befund direkt mit der Ausmaß der Erkrankung und das macht diese Erkrankung zusätzlich so spannend. Was bei jeder betroffenen Person kurz- oder langfristig hilft, ist ganz individuell. Abgesehen von der Operation und der Pille habe ich bisher noch nichts anderes ausprobiert. Das steht jetzt aber bei mir im Raum, weil ich eben jetzt auch kurz vor meinem Erasmus-Semester noch meine neue Zyste diagnostiziert bekommen habe und die Pille bei mir auch eingeschlagen hat, quasi wie Wechseljahre, und ich das auch nicht mehr wollte, sie jetzt wieder abgesetzt habe. Und im Sommer versuche ich mal wahrscheinlich was mit natürlichem Progesteron, was man cremen kann. Auf diese ganzen Heiltees, auf die viele schwören, da bin ich persönlich etwas zu sehr schulmedizinorientiert, aber möglicherweise komme ich da auch noch hin. Ich habe verschiedene Pillen ausprobiert, wir haben einfach geschaut, was funktioniert für mich, habe aber leider auf Hormone gar nicht gut angesprochen. Also mein Körper ist da sehr empfindlich. Wir haben es dann mit alternativen Methoden probiert, mit Akupunktur, mit ayurvedischer Medizin, mit TCM, viel mit Ernährung, mit Entspannungstechniken. Ich habe eine Schmerztherapie gemacht mit starken Schmerzmedikamenten, die mich dann so weit rückgestellt hat, dass ich im Bett liegend die ersten 2-3 Tage verbringen konnte. Aber lustig war es trotzdem nicht. Und so, dass man sagt, das ist jetzt eine absolute Verbesserung der Lebensqualität oder zumindest eine Stabilisierung der Symptome, das war leider nicht. Und deswegen habe ich mich dann zur OP entschieden. Bin dann im März 2017 das erste Mal operiert worden und da haben sie mir die ganzen Haltebänder bei der Gebärmutter durchtrennt, weil alles vernarbt war, und diverse Endometrioseherde entfernt. Ich habe mit der Pille schon vor der OP begonnen, um eben dem vorzubeugen, dass neue Herde wachsen. Und es hat aber nicht mal ein halbes Jahr gedauert, weil die Beschwerden schon wieder ganz stark waren und auch bei den Untersuchungen neue Herde wieder tastbar waren. Deswegen kam es dann ein halbes Jahr später schon zur zweiten OP. Da kam dann eben auch leider die Diagnose, dass es offenbar auch Adenomyose ist, also sprich Endometrioseherde in der Gebärmutterwand, weswegen auch die starken Schmerzen während der Periode und auch eben bei bestimmten Bewegungen, auch beim Geschlechtsverkehr erklärt waren. Und dann habe ich nochmal ungefähr ein halbes Jahr Verschiedenstes ausprobiert, wieder mit Hormonen, mit pflanzlichen Mitteln, mit Psychotherapie, alles Mögliche habe ich ausprobiert. Und so haben wir uns dann letztlich dann doch dafür entschieden, mir die Gebärmutter zu entfernen, weil bei mir einfach irgendwann die Luft und die Kraft so draußen waren, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Ich habe ein kleines Kind, ich möchte für mein Kind sorgen können, ich möchte sie in die Luft werfen können, ich möchte sie kuscheln können und mit ihr herumtoben. Das ging nicht. Und also, ja, es war eigentlich dann eine Entscheidung für ein entspannteres Leben, und es hat sich bei mir zum Glück als die richtige Entscheidung herausgestellt. Im November 2021 ist mir dann der rechte Eierstock infiziert und
musste in einer Not-OP entfernt werden, weil eine Zyste drauf gewachsen ist, die das Ganze zum Kippen gebracht hat und sich der dann dreimal um die eigene Achse gedreht hat. Also man ist nicht gefeit davor, aber zumindest waren dann die Schmerzen weitgehend weg, als die Gebärmutter entfernt wurde. Spanien plant einen sogenannten Menstruationsurlaub für Personen mit starken Regelbeschwerden. Wünschen sich Chrissy und Alexandra für Österreich eine ähnliche Regelung? Ich würde mir wünschen, dass der Arbeitgeber Rücksicht darauf nimmt und dass er auch verpflichtet dazu ist, Rücksicht darauf zu nehmen, dass Frauen, wenn sie solche Beschwerden haben, zu Hause bleiben dürfen oder vielleicht auch generell dann im Homeoffice arbeiten dürfen. Ich habe nur Sorge bei unserer Gesellschaft, dass Frauen dann wieder in der Einstellung von Jobs benachteiligt werden könnten. Das ist eigentlich für mich fast unverständlich, dass es das nicht sowieso schon längst gibt und sollte eigentlich überall Standard sein, weil jeder, der das annähernd irgendwie erlebt hat, weiß, was das bedeutet und zeigt halt einfach auch, wie männerdominiert unsere Welt ist, unsere Gesellschaft ist und wie wenig Rücksicht da genommen wird auf uns Frauen und wie wenig Einfühlungsvermögen da auch passiert, weil wir haben zu funktionieren und es ist komplett egal, wie es uns dabei geht. Wir müssen einfach Augen zu und durch. Und das ist was, was ich sehr kritisch sehe, weil wir alle kennen den berühmten Männerschnupfen und jeder von uns hat einen Freund, einen Arbeitskollegen, einen Bekannten, der halbtot ist, wenn er einmal ein bisschen erkältet ist. Und wir müssen uns jeden Monat durchquälen und funktionieren und dabei auch noch nett sein und freundlich sein und hübsch ausschauen. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und ich würde mir wünschen, dass diese eigentlich, ja, diese Vorgabe fällt und dass man das einfach ansprechen darf und dass man sagen darf, okay, es ist jetzt so und ich bin jetzt mal raus. Um Betroffenen von Endometriose besser und frühzeitiger helfen zu können, muss an vielen verschiedenen Punkten angesetzt werden. Für potenziell betroffene Personen würde ich mir wünschen, dass es eben auch dass sie die Möglichkeit auch wahrnehmen, sich auch psychologische Hilfe zu suchen. Das ist was ich auch noch in Angriff nehmen werde, sich davor nicht zu scheuen und dass es genug Möglichkeiten dafür gibt. Weil was mich sehr schockiert hat, war, es gab eine einzige Frauenärztin in den letzten Jahren, die mich gefragt hat, wie es mir und in meiner Beziehung, in meiner Partnerschaft damit überhaupt geht. Und alles andere war auf das Klinische bezogen. Also wie holen wir die Zyste raus, wie operieren wir das raus, welche Hormone werden gegeben, aber nie, wie geht es dir eigentlich damit und wie kommst du durch dein Leben? Ich hätte mir gewünscht, dass ich schon viel früher mal irgendwas über das gehört hätte. Also sprich, ganz klassisch im Biologieunterricht zum Beispiel, kommt dieses Thema ja irgendwann in der Unterstufe und da wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo man das mal erfahren hätte sollen, dass es nicht normal ist, Schmerzen zu haben oder dass es nicht normal ist, ganz starke Schmerzen zu haben. Also das hätte mir sehr geholfen, weil das hätte mir natürlich, glaube ich, Jahrzehnte Leidensweg erspart und wahrscheinlich dazu geführt, dass ich schneller Entscheidungen treffen kann, schneller in die richtige Richtung auch versuchen kann, irgendwie was zu verändern, weil solange man das als gegeben hinnimmt, fehlt einem ja dann auch irgendwo der Handlungsspielraum, weil man sagt, ja, man kann nichts tun und das ist so, man hat das zu akzeptieren. Doktorin Elisabeth Janschek hat folgenden Appell an Endometriose-Betroffene. Ich möchte den betroffenen Frauen Mut zusprechen, weil es in den meisten Fällen einen guten, gangbaren Weg gibt, dass es nicht immer die maximale Ausprägung dieser Erkrankung darstellt, sondern die allermeisten Fällen sich gut behandeln lassen, dass es natürlich als chronische Erkrankung etwas ist, was einem längerfristig begleitet, aber das bedeutet nicht automatisch, dass man keine Lebensqualität hat, sofern man in guten Händen ist sozusagen. Und wenn man aktiv daran arbeitet, dann wird es umso besser. Damit menstruierende Personen nicht mit ihren Symptomen allein gelassen werden, liegt es an jedem Einzelnen von uns, Bewusstsein für die Erkrankung zu schaffen. Schau hin.